Der dunkle Prinz, ich sagte es schon im So spielt es sich Video, stirbt, wenn er einfach nur ein bisschen blöd in der Gegend rumsteht. Deswegen zerdeppert er Amphoren und sieht zu, dass er möglichst schnell von der Stelle kommt. Sie haben natürlich keinerlei Einfluss darauf, wann sich der gute Prinz in den bösen Prinzen verwandelt. Die Sprungsequenzen und die Kampfsequenzen sind auf die jeweiligen Typen zugeschnitten. So, hier mal ein bisschen Leben auffüllen. Denn jetzt kommen wir an eine Stelle, an der Petra fast verzweifelt wäre. Zumindest, naja, fast. Obwohl sie hätten sterben sollen. Hier geht es nämlich darum, möglichst schnell durch diese Tür zu kommen. Und das habe ich sicherlich, ach, ich weiß nicht, wie häufig probiert. Aber es ist wirklich nicht damit zu lösen, dass sie vielleicht die Zeit verlangsamen, denn das können sie an der Stelle noch nicht. Sondern sie müssen an der Stelle einfach genau die entscheidende Sekunde erwischen und möglichst schnell sein. Genau wie seine gute Variante kann natürlich auch der dunkle Prinz die Zeit zurückdrehen. So, jetzt haben wir gesehen, worum es hier eigentlich geht. Wir müssen hier die Kette aktivieren. Und nun heißt es bloß nicht zögern. Sonst hat sich's nämlich gleich ausgeprinzt. Der Lebensbalken sinkt rapide, aber ich weiß, um die nächste Ecke ist das rettende Wasser.